Schönen guten Abend, ihr wilden Flamingos. Willkommen zurück in London. Wir sind. Oh. Die eskalierenden Bäume, die gibt's so in jeder Fallout-Mod, ne? Ah, beruhigt. Man muss übrigens lange genug noch anstarren. Mit einem finsteren Blick. Ja, wir sollen ja einen Scout töten. Steht da wirklich töten? Mal gucken, ob sich das hier so ein bisschen bewahrheitet, was ich gesagt habe, ob man dann auch andere Optionen hat, wenn man so ein bisschen Charisma mitbringt. Was ist das hier für eine Einöde? Kaninchen, kann man Kaninchen abballern, bestimmt, oder? Was? Wow. Na, robuste Ödlernkaninchen. Wer so hart im Nehmen ist, der darf weitermachen. Was mit der Krähe hier? Okay. Krähen also nicht so. Gleich fachmännisch zerlegt hier. Tauben. Ihr seid ja entspannt, Leute. Willst du mit uns kommen? Du bist der Überlebende. Na gut. So, was haben wir hier gefunden? Bin ein bisschen rumgereist. Oh nee, nicht schon wieder Gule, Alter. Ich war erst gerade auf dem Schrottplatz, der mir auf dem Weg hierher so halt über die Füße ist und so. Ah, Gule geht gar nicht, ne? Das ist so eine Munitionsverschwendung. Und der Nahkampf gestaltet sich halt auch immer ja sehr einseitig, ne? Du haust dann deine Wettpunkte raus. Dann kassierst du und dann überlebst du das Ding vielleicht ganz knapp und das wieder einen Haufen Medizin investieren oder Fressalien halt. Aber wir sind ja auch gleich am Ziel. Ja, ist schon cool, ey, wenn man in diese Herrenhäuser rein kann. Habt ihr das gesehen? Oh, oh, nicht schon wieder Füchse. Ja. Ah, au. Ihr seid so kacke. Ja. Für euch gibt es keine Punkte. Sag mal, Arvid. Au. Oh, na klar. Kann man die Beine zerschießen? Oh. Aus euren An... Oh. Oh. Ein aggressiver Marienkäfer. Ja. Den wollte ich euch nämlich gerade zeigen. Der hat da oben in dem Gebäude gesessen. Lebst du noch? Ah, der feine Herr hatte Tickets dabei. Aus euren anderen Freunden habe ich mir Steaks gemacht. Ja, und so wird euch das allen hier. Alle, die ihr mich angreift. Ohne einen ordentlichen Grund. Ich werde jetzt erstmal so ein Fuchssteak essen. Einfach nur aus Prinzip gerade. Habe ich mir schön 3 Stück von gemacht hier. Oh, die bringen sogar 40 Lebenspunkte zurück. Yummy, ist das lecker. Wir haben Level 5 erreicht. Geil. Also das gestaltet sich hier echt angenehm langsam. Müssen wir mal gucken. Vielleicht... Ich finde das gut, wenn sich nicht immer gleich alles überschlägt. Und man nicht gleich wieder 1000 Punkte zum Anfang investiert. Ach wie. Das ist hier der Questort. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay. Scheint irgendwo im Hinterraum zu sein. Das so oben? Apfelsoße. Habe ich auch noch nie gegessen, ne? Weiß, dass das ja so ein Klassiker ist. Die Milch müssen wir auf jeden Fall immer einsacken, weil also irgendeine Sorte davon, ich weiß jetzt nicht welche, es gibt ja 2, reduziert Strahlung. Und so ein Red Away haben wir bisher bis 2 Stück gefunden. Deswegen müssen wir noch sparsam damit sein. Wer ist hier? Oh, okay. Oi, what do you want? Eigentlich soll ich dir verprügeln.
Shit. I don't want to die. Please, don't hurt me. I only joined the syndicate last week. I was just in it for the money. I never wanted to see no blood. Please, please let me live. I promise, I'll leave this gang shit behind. Kann ja jeder sagen. Na, ich habe meine Befehle, ich muss dich töten. Ob sie wirklich Gnade dieser Welt erwartet? Wäre jetzt natürlich cool, wenn man sie mit zu uns überführen könnte. Legend! Was? Ja komm, dann mach dich auf Socken. Cracker. Ich bin gespannt, ob es noch so eine Art Basisausbau gibt. Ich tippe ja mal drauf, ne? Weil irgendwie musst du ja die ganzen Materialien irgendwo unterbringen. Und auch in Ruhe an den Waffen rumbasteln können. Oh, Redaway, haben wir gerade von gesprochen. Jetzt nochmal aus der Kloschüssel saufen. Oder auch nicht. Okay. Aber was ist hier hinter? Es geht ja raumteilungstechnisch. Na doch, geht schon. Aber da kann man jetzt nichts hier hin, ne? Okay. Na, wir kümmern uns erstmal so ein bisschen um diese Grundaufgaben. Ne? Bis wir vielleicht eine Basis haben, weil ich muss krempellos werden. Wir sind langsam an der Grenze. Einen Rucksack habe ich jetzt noch nicht zufällig gefunden. Und wir müssen Geld verdienen. Weil Munition ist bisher echt krass. Ja, wie gesagt, durch diese Ghule. Schruffelnde ist da das beste Mittel, allerdings ratzfatz verbraucht. Diese komische Knifte. Ich weiß nicht, dieses halbautomatische Gewehr halt. Das aussieht, als ob man das aus einem Regenschirm und einer Dose gebastelt hat. Also das kannst du ja... Ich weiß nicht, was du damit treffen sollst. Ja, aber Scheuntore sind es nicht. Und dadurch auch einen massiven Verbrauch. Die 32er Pistole geht, macht keinen Schaden, aber damit trifft man... Also ist alles ganz schön tricky gerade, ne? Ich habe noch ein Schwert gefunden. Aber Nahkampf ist halt nicht so meins, weil wir sind auch nicht wirklich stark, ne? So, jetzt haben wir das hier geklärt. Gucken wir mal noch kurz hier vorne. Ach, das ist ja gleich hier hinten, ne? Aber der Weg ist... Ach, dafür sind die Münzen. Und jetzt? Das ist ja geil. Ice Cold. Oh Gott. Was macht Ice Cold? Ice Cold gibt immer ein paar mehr Punkte zurück. Also so war das mal in irgendeinem Vorurteil, dass du dann auch eiskalte Nuka-Cola bekommen können. Hm, gibt mehr HP. Strahlt aber trotzdem. Ist ja bitter. Schlaft ihr oder seid ihr tot? Schlaft. Ihr seid ja entspannt. Gute Nacht. Es sieht schon geil aus. Ich muss bloß mal gucken, welche INI-Datei man umschreibt oder in welchem Ordner sich die rumtreibt, dass man das Field of View ein bisschen vergrößert. Das wird dann doch ein bisschen sehr eng. Kann ich euch denn einfach irgendwas verfolgen? I'm watching ya. At least two others are doing the same. Don't try nothing. Also ich habe nochmal die ganzen Perks durchgeguckt. Ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie extra auf Schrotflinten hindeutet. Deshalb gehe ich von aus, dass der Perk für langen Waffen, dass die Schrotflinten damit reinzählen. So, ma'am. My mother wanted me to be a farmer. I'll get my hands dirty in other ways. Kann ich dir da ein bisschen was verkaufen? What can I get you? The usual. Ah, da gibt bestimmt... Oh, nee. Er kauft alles an. Das ist ja nice. Okay, dann erstmal deine gesamte Munition. Two Gentlemen of Verona.
What is it? Warum kostet das so viel? Okay. Vielleicht mal später rausfinden. So, du kannst eine 9mm Pistole haben. Das Langschwert, das behalten wir doch einfach aus Prinzip. Ich habe sogar so eine Art Scharfschützengewehr, was mit 32er Munition schießt. Ist bestimmt richtig kacke. So, den kannst du haben. Scope-Gewehr war scheiße. Automatik war cool. Aber hämmert halt auch fleißig Munition raus. Der darf noch abgegeben werden. Die anderen Sachen müssen wir aktuell so wirklich benutzen. So. Dann unsere Welding-Goggles. Ich habe unsere Sonnenbrille besorgt, deswegen verkaufen wir das jetzt mal. Zigaretten. Ich habe viele Zigaretten gesammelt, Kollege. Dachte ich zumindest. So, der Rest sind ja keine echten Drogen. Cthulhu. Das hat eine Quest ausgelöst, ne? Dass wir den aufgesammelt haben. Da habe ich sogar noch mehr. Also einen habe ich davon schon mal gesehen. Ah, oh, das ganze Zeug hier, ey. Crackers bringt Holz. Ich dachte, das ist was zu essen. Okay. Ich sammle das immer alles fleißig ein hier. Aber gut, das bringt halt ein paar Tickets. So, den Mann haben wir leer gemacht. Enjoy. Guck mal, da hinten steht da in seiner Bar steht da eine Karte, die man einsammeln kann. Oh, sie ist abgehauen, na klar. Damit er nur ganz kurz gehandelt. Warte, warte. Did your mom teach you better? Lass mir in Ruhe, Junge. If you hang around, it wouldn't. Ah, guck mal. Taschendiebstahl und Schlösser knacken ist einfacher. We need the numbers. Gut beobachtet hier. You get them? Good. You seem efficient. I like that. Gaunt said to give you some tickets for your troubles. Here. Danke. Vielen Dank. Ist das jetzt ein Problem, weil ich mich auf die Bank gesetzt habe? Ich warte mal eine Stunde. Shit, wird nie besser. Vier von fünf. You're really not from these ends, are you? Tube tickets, money, dosh. What we use for trade round here. It's the standard currency all over London. Over here is the Swan and Mitre, the most ancient pub in the whole of London. Us vagabonds have had our home here for decades. Even through the toughest times. We have some other safe houses, but let's keep following me and I'll get you acquainted with our chief. It's not just the loss of men. Es ist schön eingesprochen, ne? Aber es ist ärgerlich, dass sich das so überschlägt. They keep hitting us like this, and they'll win for attrition. Fucking dogs. We should hit them back, right this minute. Easy now. Something stupid like that is exactly what they want to provoke. We've got to keep our heads. Sorry to interrupt, chaps. I brought that newcomer along. I've got no time for the detritus right now. Nelson, find something useful for this one to do. The rest of you, scram! I need Never to go mind what Vaughn says, sweetie. He's a hard one, but he's been through a lot, and he bears a lot on his shoulders. He's got a big heart, really. Has been ever since both his parents died. Poor lad. He's a good boss. He cares a lot for all of us. He just don't always show it so well. Okay. I've got to go now, but stick around, sweetie. We're good people when you get to know us. Oi, newcomer. I think I still hear you breathing over there. Come over here and we'll have a gob. Jill Winston said they fished you out some lab down the Pinder. If I still had eyes, I'd say you were pulling the wool over him. But Gaunt backed him up and he's not the fanciful type. Well, pleased to meet you, Wayfarer. My name's Blind Nelson. I'm Sebastian's right-hand man, and I was the same to his father back when he was the boss of the Vagabonds.
I can't see no more, but I've been round the houses far longer than anyone else here, and my brain still ticks as good as ever. You're not seeing a commuter before. There's a bunch of us about, something to do with radiation and whatnot. I never much cared why. I lost my skin to it back when I was young, and I've stayed like this ever since. You get used to it. There are some what call us ghouls. Cheeky bastards. Feel free to ask around. We're always short-handed here and there. I've got a bit of work for you myself, in fact. But brauscht. Simple fact is, my radio's broke, and I'm lost without it. Sebastian keeps me around for what brains I have, but without my radio, I'm deprived of some very necessary intel. I need someone with a pair of eyes and a pair of legs to fix it. You fit the bill, right? Here's the broken radio. Go find Chill Winston and ask him if he has any parts to fix it. Bullettooth Anthony has a workbench for when you've got the bits. Bring it back here when it's all working smoothly and you're done. Easy, right? Ja, sicher. Okay, hier sind Radio reparieren. Guck mal, hier ist er schon mal. Hello, mate. Nice to see you again. What can I do you for? Radio reparieren. Oh, hey. Let's have a butcher's. Looks like he needs a new antenna. I'll have one in a box somewhere, I'm sure. But look, whilst I'm rooting around for that, I've got a job for you. One of my main suppliers is running late with a delivery, and she's never late. I'm worried something's gone wrong. But after the latest attack here, I can't leave my post to see. I want you to nip down to Nadia's on Deptford High Street to check in on things. And get me the package if it's ready. By the time you're back, I'll have the antenna for you. My mother wanted me to be a farmer. Na, das ist so richtig. Simples Quest-Design. Er hat hier, glaube ich, auch... Alter. Krasser so, Kollege. Oi, wipe that smarmy look off your face before I have one of my friends do it for you. What? You think we don't know this place is a dump? Don't get cheeky with me, son. We got enough comedians around here. The name's John the Screw. I'm the one in charge of fixing up this pub that you so clearly think you're better than. Hell no. The Swan and Mitre used to be the finest pub this side of the Thames. The Jewel of Bromley it was, right up until those pikey twats from the Isle of Dogs trashed the place. We've been trying to rebuild ever since. And if it weren't for those balmy nutters over at Bromley D.I. Warte mal. Das hatte ich schon mal. Well, the reason the Swan still looks like the town tip isn't because I've been sitting on my arse doing nothing. Typically, I'd send one of the leads down to Bromley DIY to pick up what we need. But the last time I did, now nobody wants to go near the place. But you seem like an odd sort. If you were to go take... Brilliant, mate. You're doing me a huge favor. Bromley... If you hang around, it wouldn't hurt. Er will, das wäre... We need the numbers. Na, so ein Laden für... Mein Gott. So Bauartikel aufräumen. Damit er hier weitermachen kann. So, hast du noch was für uns? Oi, oi. If it ain't that lab rat, the fuck you want? Okay. Righto. If I had it my way, dann lass es erstmal raus hier, doch Quatsch. Und einmal sollen wir ein Paket besorgen, dafür, dass wir dann die Antenne für das kaputte Radio bekommen. Richtig gut. Boah, das wären wieder wilde Schießereien. Ich hoffe, dass die Quest jetzt mit dem DIY, ja, do it yourself, dass es dazu führt, dass wir hier unseren Krempel dann abladen können. Und dann vielleicht so eine Art Basisraum unten in der Kneipe bekommen. Ich verstehe nicht, warum das ist gefühlt auch nur hier so, in diesem Bereich, wo die Ladezeiten nach draußen so irre lange sind. Ist ganz komisch.
Eigentlich hätte ich mich nochmal hinlegen sollen. Jetzt hab du's da draußen jetzt. Ah, oh, Tatsache. Och, cool. Heute ohne. Haben die deinen Brahmin umgebracht? Garland won't break and won't break the bank. Just for you. Got plenty of stock. Take. Ah, Gott, Leute. Na, wir haben ja sowas wie eine Rüstung, ne? Die fetzt hier schon. Guck mal, die ist sogar gegen Laserwaffen. Was kostet die? 167. Naja. Das ist so ärgerlich, wenn du nichts mehr... Du hast eigentlich nur Schrott in der Tasche? Nützt mir alles nichts, ja? Du musst es ja auch alle behalten, du musst es ja essen und... So ein Shit, ey. Ja, nur Kohle verloren hier. More bodies getting shot done, never hurt anything. Sieht auch entladend aus hier. Aber wir müssen ja in die Richtung. Roomly. Was ist das hier? Maskottchenkopf. Oh. Hier vielleicht auch noch? Das ist irre, wie viele Pubs und Kneipen das hier gibt. Hallo? War ich hier vielleicht zuerst schon drin? Guck mal. Fallout London Souvenirtasse. Oh, hier ist die geile Milch. Vielleicht gleich mal eine Rinn löten, wenn wir angeschossen werden. Oh, super. Und ja. Mal kurz hinlegen. Ein bisschen schnubbeln. Der Charakter hat viel zu viel durchgemacht, der muss sich einfach mal hinlegen. Wunderbar. Ich habe von besseren Sichtverhältnissen geträumt, aber hat nicht geklappt. So, jetzt könnte es hier gleich ärgerlich werden. The Glades. Sieht auch noch so eine Art Baumarkt aus, ja? Guck mal, das hier auch. Zahnpasta, Rattengift, alles da, was man braucht. Blutpaket ist geil. Hab ich gerade irgendeine räudige Fliege gehört? Tada! Okay. Sowas überhaupt noch findet. Jetzt in auf Gordon Freeman. Oh.
Ich hab schon ein paar coole Sachen zusammengebaut, ne? So an Assets. Ist das hier Wolfies? Hello? Ramenlederrucksack. Perfekt. Richtig gut. Bang. Wie viel bringt der? Oh, 45. Auch wenn wieder nichts dasteht. Kann man das irgendwie noch... Ey, voll cool gemacht. Aber schade, dass es dasteht, ja? Wir müssen weiter die Straße hoch. Ah, hier sind schon wieder Schergen. Ah, ich weiß mal nicht, ne? Ach, die kommen. Ah, ich möchte mir doch gar nicht schlagen jetzt. Ich hab noch einen Molly und ich hab noch hier so eine Cricketball-Granate. Boah, ist mit euch nicht richtig. Granate! Okay. I'll give you no. Dodge Master. Alter, seht ihr, was ich meine? Ich muss das Ding mal ausprobieren hier. Alter! Klar, hier war einfach mal die Außenansicht zwischendurch. Werde ich versuche hier. Ich verstehe das nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Er hat schön Schaden gemacht, auf jeden Fall. Nein, der schmeißt eine Molly. Ja, aber das müssen wir erst gleich testen, weil eigentlich ist es ja. Ist das ja Atem anhalten, aber ich kann dann nicht mehr hoch und runter. Was ist das für Quatsch? Sind die? Wird mir auf jeden Fall oben angezeigt. Oh! Schweinebacken, Alter. Nee, warte mal. Muss auch mal ein bisschen Glück haben. Komme ich da noch irgendwie hoch, weil die haben ja bestimmt auch ein bisschen Munition bei. Boah, cool. Ist ja geil. Hier alles? Modellkit.
what we're just trying to survive out here, mate. Oh, klauen? Wieso dann klauen? Ah ja, keiner gesehen. Es gibt ja auch Leitern, habe ich gesehen. Das haben die auch umgesetzt, ne? Dass man richtig eine Leiter hochklettern kann. Nicht, dass einfach der Bildschirm schwarz wird und man ist auch immer oben. Oh. Aber warum wird das hier nicht angezeigt? Lass uns mal nach hier rein gehen. Also unser Gewehr macht den schönen Schaden, ne? Aber das mit dem Scope, das nervt. So ruhig. Wenn das immer so ruhig ist, dann muss man immer so ein bisschen aufpassen wegen Fallen. Gar nicht so wenig. Kurz mal noch zur Sicherheit ein Molly ausrüsten. Wie hattest du denn für einen Auftrag? Schneller! Autschi! Die muss ich auch mal irgendwo hinlegen hier. Niemand sieht irgendwann mehr durch. Ja, lebt natürlich. Crude Revolver. Shit. Lost him. Schießt bestimmt auch mal 32, ja? Muss er, hab ich ihn nicht in die merken? Ach ne, hier. No need to hide. It'll all be over soon. Ah, wird gerade ein bisschen besser. Soll Licht ausmachen. Come on, out. I'll make it nice and quick. Trust me. Oh, there's a shotgun. Fucking hide it from me. You're dead. Oh. Der steht hinter der Tür. Do it again. You're still alive. Christ. You better be worth it. Gar nicht. Man kann um die Ecken gucken, wenn man zielt, wenn man direkt an der Wand steht.
another shoulder wound. You like the sight of your own blood? Oh, genau. Was war's, Stim? War völlig klar. Das ist doch kacke, Alter. Ey, siehst halt irgendwann einfach nicht mehr durch. Achso, wurde wieder weggenommen. Schön verschwendet. Das macht ja keinen Schaden. Ja! Aber doch der Auftrag fürs Crew. Ich muss die Mucke leiser machen. Ich hatte es erst leiser, da ich gedacht, dann kommt nichts mehr. Jetzt so angeschrien. Oh! Scheiß Käfer, Alter. Ey, wie oft ich mich schon in diesem Spiel erschreckt hab. Bojo the Mars Monkey. Puh. Also wir müssen gucken, das war von dieser, von diesem Scharfschützengewehr, die Optik abbasteln, die ist mir zu nah dran. Oh. Ja, mit Schaden ist heute irgendwie, ne? Ne, warte, erstmal brauche ich hier meine Milch. Ich brauche jetzt eine warme Milch. Und die entfernt Red. Ein bisschen. So, wie kriegen wir das Ding jetzt da kaputt? Laserwaffen oder sowas gab es ja noch gar nicht. Der Revolver wird es auch nicht regeln. Kurz noch nachladen, das sieht, dass das nicht mit einberechnet wird. Schaden ist natürlich trotzdem ein Witz. Der Sehne wird doch ein bisschen berechnet. Jetzt können wir nochmal zwei Schüsse machen. Oh, können wir das... Habe ich das schon investiert? Vielleicht können wir das hier schon machen. Combat Scope. Also ein Scope ist schon gut. Ich versuch's mal mit einem kurzen. Drachenatem. Farbe kann man auch ändern. Kill Count. Das ist ja lustig. Paint, ja, total cool. Sind das Weihnachtssocken? Tonschuhe? Okay. Mach ich mal irgendwann in Ruhe. Da. Jetzt hält er den Atem. Hä, komisch. Naja. Hier geht's wieder raus nach London. Irgendwas angestellt. Guck mal, er hat eine Rüstung mit Taschen an.
Aber für einen Arm halt. Ah, cool, die haben sich aus Pappkartons Matratzen gebastelt. Die hatten schon ein paar coole Ideen, muss man einfach sagen. Könnte ja auch eigentlich so ein bisschen wegweisend sein. Für den nächsten Fallout-Teil, dass man sich da vielleicht mal so ein bisschen was abschaut. Bier. Wir dürfen leider kein Bier trinken. Ja, Bier ist eigentlich kein Alkohol. Wenn man das mal wirklich definiert so. Ja. Na gut, Leute, wir machen hier mal ein Päuschen. Ich werde vielleicht mal ein bisschen an unseren Waffen rumschrauben. Und dann kümmern wir uns noch um die Bestellung von Winston, glaube ich, ne? Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.